sehen Sie jetzt in unserer Rubrik Gecheckt. Vor 4 Jahren geht ein israelisches Start-up viral. Der Grund? In einem Video behauptet das Unternehmen, ein Smartphone in einer halben Minute vollständig zu laden. Was ist aus diesem angeblichen Schnellladesystem geworden? Elon Musk ist eifersüchtig. Wir waren bereits indirekt mit seinem Team und ihm in Gesprächen. Na, wenn sogar Elon Musk eifersüchtig ist, dann muss ja was dran sein, oder? Unsere Redakteurin Lena macht einen Termin zum Handyladen in Tel Aviv. Israel, sagt man, sei das neue Kalifornien. Und zwar nicht nur wegen der Surfer. Nein, Tel Aviv ist dem Silicon Valley auf den Fersen. Denn nur noch dort gibt es pro Kopf mehr Hightech-Startups als in Israel. Forschergeist, Erfindungsdrang, damit macht Israel regelmäßig Schlagzeilen. So auch mit dem Supercharger. Aber was ist wirklich dran? Redakteurin Lena fragt an oberster Stelle nach. Im Büro des Startups. Du bist genau richtig hier. Sie können also ein Handy in nur 30 Sekunden aufladen? Ja, ich zeige dir das Telefon, das wir in 30 Sekunden laden. Der angebliche Erfinder Doron Meyersdorf. Dieses Modell haben wir mit einer großen Batterie versehen. Ah, das ist das Handy aus dem Video? Ja, genau, aus dem Video. Und dafür mussten wir eine größere Batterie herstellen. Bei dem Smartphone aus dem Video handelt es sich also nicht um das handelsübliche Modell. Es wurde modifiziert und mit einer leistungsfähigeren Batterie samt Charger versehen. Doch niemand muss enttäuscht sein, auch Lena nicht, denn die Supertechnik steckt nun nach jahrelanger Forschungsarbeit in einer Ersatzbatterie. Wir zeigen dir eine Powerbank, die diese Batterie verbaut hat. Und damit werden wir dein Smartphone schnell laden. Warum aus dem Schnelllade-Handy eine Schnelllade-Powerbank wurde, erklärt Doron uns gleich. Und währenddessen darf Lena endlich ihr Handy anschließen. Alle 6 Monate gibt es ein neues Handy. Deshalb ist es schwierig für uns, bei einem Handyhersteller Fuß zu fassen. Aber mit einer Powerbank ist es ja egal, welches Handymodell du auflädst. Und wenn du jetzt, so wie du, vergessen hast, dein Telefon zu laden, dann hast du jetzt eine Ersatzbatterie, die du in nur 5 Minuten laden kannst. Handyladen klappt. In Normalgeschwindigkeit. Ob die Powerbank aber wirklich in 5 Minuten vollgeladen ist, überprüfen wir an einem brandneuen Modell. Noch in diesem Jahr soll sie in den Verkauf gehen. Und siehst du, jetzt hat sie schon einen Leuchtstrich mehr. Und die volle Power hat sie nach knapp 5 Minuten. Unser Timer zeigt zwar knappe 6 Minuten, wir sind trotzdem beeindruckt. Dieses Modell hat etwa 2000 Ampere. Das entspricht etwa einer vollen Ladung deines Smartphones. Zwischenfazit: Aus der Meldung über ein 30-Sekunden-Handy-Ladesystem wurde eine Powerbank, die in knapp 5 Minuten vollgeladen ist. Damit ist sie 6-mal so schnell wie herkömmliche Modelle. Welche Technik steckt dahinter? Das finden wir im hauseigenen Labor heraus. Denn Doron Meyersdorf hat mehr als nur einen Showroom zu bieten. 120 Mitarbeiter, darunter 35 Doktorinnen und Doktoren der weltweit renommiertesten Unis, tüfteln an den neuen Bestandteilen von Akkus und fertigen diese. Das größte Problem beim Schnellladen bisher? Viel Energie in kurzer Zeit erzeugt Reibung und Hitze und kann so den Akku zerstören. Wenn du dir zum Beispiel einen großen Basketball vorstellst und ihn mit Lithium vollpumpst, dann wird er irgendwann zu groß und kann explodieren. Wenn du aber viele, viele kleine Golfbälle hast, die alle mit einer Schutzhülle aus organischem Material umgeben sind, dann kann jedes Teilchen nur etwas anschwellen und die gesamte Struktur bleibt erhalten. Und genau diese Idee hat Doron in seinen Speed-Akku gepackt. Seit 2012 forscht er mit seinem Team daran. Der grobe Aufbau ist im Prinzip wie bei jedem herkömmlichen Akku. Nur das Zusammenspiel zwischen Plus- und Minuspol sieht anders aus.
Die größten Veränderungen gibt's im Minuspol. Dort hat Dorans Team Silikon eingebaut und nicht wie üblich Graphit. Silikon kann mehr Lithium-Ionen, die Stromtransporteurchen, gleichzeitig aufnehmen. Und die Kleinstbestandteile eines Akkus sind hier noch kleiner und mit einem Schutz ummantelt. Die Folge? Beim Schnellladen gibt's weniger Reibung und Hitze. Die Teilchen blähen sich nicht auf und viel Energie kann schnell gespeichert werden. Und jetzt kommt's. Diese ausgefeilte Handy-Akku-Technik ist bloß ein Sprungbrett für die israelischen Forscher. Sie haben längst höhere Ziele, wollen in die E-Mobilität. Eine E-Scooter-Batterie, die in nur 5 Minuten vollgeladen ist, hat das israelische Forscherteam inklusive Ladestation bereits gebaut. Einige Big Player wie Samsung, Daimler und die British Oil Company investieren bereits kräftig in die Batterietechnik aus Nahost. Das israelische Forscherteam verfolgt bei seiner Arbeit stets eine wichtige Mission: die Alltagstauglichkeit von E-Mobilität. Laden soll nicht länger dauern als Benzin tanken. Hier können wir sehen, dass der Ladeprozess fertig ist. In nur knapp 5 Minuten. Und das Erlebnis ist wie an der Tankstelle. Du machst eine kurze Pause, trinkst einen Kaffee und dann geht's weiter. Im Grunde genommen hast du eine Endlos-Batterie. Beziehungsweise in diesem Fall eine Batterie, die nach maximal 100 Kilometern eine neue Ladung braucht. Elon Musk sei übrigens nur deshalb nicht an Bord, weil ihm die Reichweite nicht genüge. Mindestens 400 Kilometer sollen es sein. Schneller als 40 Minuten kann Herr Musk aber trotzdem nicht laden. Austausch mit den viel patentierten Israelis hat er deshalb trotzdem. Elon Musk ist eifersüchtig. Wir waren indirekt mit ihm und seinen Leuten im Gespräch. Vom 30-Sekunden-Supercharger zur 5-Minuten-Powerbank bis hin zur Revolution der E-Mobilität. Wir sind gespannt, was wir noch vom israelischen Forscherteam erwarten können. Das nächste Ziel: Lithium ersetzen.